Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, der Andreas, und ich freue mich, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Und erstmal herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Black Flag. Ach, da läuft einer rum, aber den hatte ich schon platt gemacht und den hatte ich, glaube ich, auch schon platt gemacht, aber irgendwie tut mir jetzt keiner was von denen. Macht auch nichts. So. Schilligall, so, wo bin ich jetzt hier? Hier bin ich. So, ich hatte ja jetzt hier oben den... Hier synchronisiert da den Punkt. So, wir da unten da noch zwei. Da komme ich später zu. Hier ist auch noch einer. So, dann was haben wir denn hier? Ja, ach ja, stimmt. Jetzt erstmal hier diesen Punkt synchronisieren und dann nochmal das Lagerhaus versuchen zu plündern. Gut. So, mal gucken, wie ich da jetzt hinkomme am besten. Ohne irgendwelche rote Röcke in die Arme zu laufen. Das Lagerhaus wird definitiv im Sperrgebiet liegen. So, mal gucken. Letztendlich muss ich... Ja, Schlüsselträger. Genau, den Schlüsselträger. So. Aber erstmal will ich hier... Erstmal will ich zusehen, dass ich jetzt hier nach da oben komme. Ich hoffe mal, dass da jetzt so oben nicht irgendwo einer steht. Warum komme ich denn jetzt hier nicht weiter? Na, also geht doch. So, du Klettermaxe. Ich finde immer so den Ausblick von so einem Aussichtspunkt hier immer, finde ich immer klasse. Das sieht immer echt schön aus. So, hier war doch eben gerade einer, ne? Ja, das sind sogar zwei. Na also. Ach Gott, jetzt kommt der auch noch an. So. Ach, Kacke. Wollte ich doch gar nicht. So, den hier nehme ich hier auch mal weg, denn ich weiß nicht, ob der nicht vielleicht doch noch irgendwie irgendeiner auf einmal hier ankommt, denn ich habe keine Lust, dass dann auf einmal Alarm ausgelöst wird. So, weg damit. Weg mit dem Gelumpe. Ach ja, so, okay, gut. Hier ist jetzt offensichtlich keiner mehr. Da renne ich hier einfach mal. So, das Lagerhaus ist... Ja, irgendwo da hinten, ja.
Aber jetzt muss ich erstmal gucken. Ach, hier ist auch noch eine Truhe. Die will ich mir auch noch mal holen. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich jetzt mal den Schlüsselträger da sind auch noch mal zwei. Ah, da hinten. Ich nehme an, das ist er. Der da hinten läuft. Oh, wo rennt der denn hin? Da, der Goldene, das ist der Schlüsselträger. Ach ja, so weit, so gut. Jetzt ist mal die große Frage. Warum rennt der jetzt eigentlich da so durch die Gegend wie so ein Wilder? Den Schlüssel stehlen. Okay. Von hier aus da unten in das Feld rein, das müsste eigentlich so relativ ungesehen möglich sein. Und dann könnte ich vielleicht den Knülch da ranpfeifen und ihn dann platt machen. Da rennt auch noch einer durch die Gegend. Ja, dahin und dann dahin, ja. Ja, oh, das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, dass ich jetzt von hier aus in das Gebüsch da und in das Gebüsch und dann das in das Gebüsch da gehe. So, und dann in das Gebüsch hier gleich hinterm Zaun, wo der Typ da jetzt hingerannt kommt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt kann ich nämlich, wenn der jetzt hier wieder angelaufen kommt. Ja, komm schon. So. Na, nee. Na, ich muss in den Wagen da rein. Den Schlüsselträger kann ich nicht ranpfeifen. Der ist zu weit weg. Ich muss. Nee, ich will erstmal den Typen hier durchsuchen, den ich gerade platt gemacht habe. Ja, ich muss da in den Wagen rein. So. Ups. So, wenn der Schlüsselträger dann jetzt gleich an mir vorbeigelaufen kommt, dann schnappe ich mir den Knilch. Dann habe ich den Schlüssel. So, und das Lagerhaus, ja, das ist dann ja auch. Ja, da hinten, das ist der Schlüsselträger. Hier ist eine. Okay, ich sollte mal gucken, ob ich die Alarmglocke. Aber das letzte Mal hatte ich ja auch den Schlüssel gehabt. Und er hat einen Alarm ausgelöst und das Lagerhaus wurde nicht leergeräumt. Wahrscheinlich, weil der Schlüsselträger nicht ankam und das Ding aufgeschlossen hat. Und damit sie die Waren in Sicherheit bringen können. Aber das Risiko gehe ich jetzt nicht wieder ein. So. Den Schlüssel habe ich jetzt nun.
Gut. Da ist die Truhe, die ist ja gleich. Ja. So, wenn der sich da mal umdrehen würde, ja, ich glaube dann. Ach, Kacke. Ja, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass ich jetzt irgendwie da hochkrabbeln könnte, aber das war ein Irrtum, scheiße. So, kommt der jetzt auch hier rumgelaufen? Da, da vorne ist die Truhe. Verdammt nochmal. Und da ist die Alarmglocke. Ja. Och, man springt doch nicht überall hoch. So. Ach Gott. Das artet ja hier in Arbeit aus. Das artet hier in Arbeit aus, Leute. So, wenn der Knüllig da wieder weggeht, dann jachte ich mal darüber. Und wenn der da wieder ankommt, dann wird gepfiffen. Na, egal, scheiß drauf. Ach, da oben auch schon wieder einer. Ich hasse das. So, jetzt kommt gleich der Knulch wieder, den mache ich auch noch platt. Der da oben auf dem Turm, der ist auch nur nervig. Ah ja, da kommt er schon angefallen. Sehr schön. Komm, 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 komm. So. Also ich werde langsam zum Massenmörder. Merke ich gerade. Okay, der da oben. Ich könnte die Glocke sabotieren, wenn. Ach, den kann ich nicht ran. Nee, den kann ich nicht ranpfeifen. Ach Gott. Ich müsste darüber in das Gebüsch. Dann könnte ich ihn ranpfeifen. Da muss ich mal aufpassen, dass der nicht hinguckt und dass der auch nicht gerade hinguckt. Naja, egal, aber auf alle Fälle könnte ich doch eigentlich scheiß drauf. Ich könnte doch jetzt eigentlich hier in das Feld rüber rennen. Scheiß auf die Alarmglocke. So, ich muss erst mal warten, bis der wegguckt. Und dann kann ich eigentlich doch
die Entdeckung von dem Lagerhaus sprinten. Über den Zaun rüber, so wie jetzt zum Beispiel. So, der kann mich ja jetzt eh nicht sehen. Ach, ich kann mich jetzt nicht um den Kurier kümmern. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Nee, das kann ich jetzt nicht machen. Oh. Okay. Der da oben auf dem Turm, der hat das nicht gesehen. Der auch nicht. Ach ja, kacke, 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 kacke. Eigentlich könnte ich ja jetzt, wenn der Typ da jetzt wegguckt, zurückgeht hier einfach zur Tür hingehen und dann plündern und fertig aus. Das müsste eigentlich funktionieren. Probieren wir es einfach mal. Nee. Ja, genau. Ha! So, wo sind jetzt eigentlich die ganzen Feinde abgeblieben? Gut. Alles klar. Ich habe jetzt das Lagerhaus habe ich auch geplündert. Die Truhe habe ich. Jetzt kann man sich eigentlich mal um diese Truhe hier kümmern. So, im Schutze der Dunkelheit mache ich mich vom Acker. So, wo ist denn die Truhe? Ja, das Piratenleben muss schön sein. Morden, meucheln und stehlen, saufen, Wein, Weibergesang. Herrlich. Herrliches Leben. So, den plündere ich denn jetzt mal aus. So, wo waren denn jetzt eigentlich die anderen beiden Knalltüten? Ach, da ist noch einer. Ach, nee. Och nein, jetzt. Ach, kacke.
So, wo war denn jetzt die letzte Knalltüte? Ah, hier. So, Moment, Moment, Moment. So, wo gehe ich denn jetzt mal hin? Das kann man sich noch später holen. Jetzt kann man sich mal die Truhe hier einverleiben. Das Lagerhaus ist auch geplündert. Ach, hier ist auch noch ein. Hier ist auch noch ein Aussichtspunkt, sehe ich gerade. Da muss ich auch noch mal hin. Gut. Okay, gut, dann machen wir das anders. Dann gehen wir mal hier herum. Oh, das tut weh. Na? Hallo? Ich wollte gerade sagen, ey. Was ist denn jetzt los? So, Moment, Moment, wo reisen wir denn jetzt mal hin? Ja, ich will ja auch noch den Aussichtspunkt hier haben. Kann ich eigentlich eine Schnellreise hier hin machen? Nee. Nee, aber ich kann eine Schnellreise hier hin machen. Denn ich will mir jetzt die Truhe hier holen. Und dann will ich mal gucken, dass ich mir dann mal diesen Aussichtspunkt hier einverleibe, sage ich jetzt einfach mal. Denn ich weiß das ganz ehrlich gesagt nicht. Um hier hinzukommen, geht das jetzt hier rum? Oder muss ich denn hier vielleicht irgendwie über die Bucht mit meinem Schiff fahren oder keine Ahnung. Deswegen wollte ich mal den Aussichtspunkt machen, dann kann ich das Gebiet hier überblicken. Und dann kann ich sehen, was denn da abgeht. So, und jetzt geht hier zu diesem Aussichtspunkt. So, dann mal gucken, wie komme ich denn jetzt hier am besten wieder weg. Ach du Scheiße, ich bin rein hier voll durch das Sperrgebiet durch, ich Vollidiot. So. Scheiß drauf. Oh, weiter geht's. Scheiße, ich habe gar nicht darauf geachtet, dass da ein Sperrgebiet ist. Naja, ist egal jetzt. Ich bin ja jetzt durch. Und wenn die da jetzt Alarm auslösen, ist mir das Ganze ehrlich gesagt auch Schnuppe.
So, dann mal gucken. Ah, das ist natürlich alles wieder. Natürlich hier wieder Sperrgebiet, ne? Na gut. Gut. Okay, Sperrgebiet ist das jetzt hier nicht gerade. So. Mann, das ist geile Stadt. Geile Stadt. Oh ja, geil. Da ist mein Schiff. Die Jackdaw, das ist... Ja, ganz ehrlich gesagt, Leute. Sagt mal selber, das ist ja geil aus. Oh, boah. So. Geschafft ist geschafft. So. Tja, vielleicht kann man ja doch hier rum. Na, ich werde das mal ausprobieren. So, ich beende jetzt hier aber erstmal den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.